Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alte Männer beschweren sich über die Hitze. Wir haben heute sogar extra eine Studio-Hotline eingerichtet, wenn ihr euch mit uns gemeinsam über die Hitze beschweren wollt, und zwar 555 Arschwasser. 555 Arschwasser, wie man spricht. Ich bin verwirrt. Es ist gotterbärmlich warm. Wir haben 35 Grad draußen, hier drin sind es glaube ich 50 und ja, normalerweise mache ich keine Aufnahmen in. Aber ey, ihm steht der Schweiß auf der Stirn, es ist herrlich, herrlich, es wird wunderbar. Herrlich. Ja, das ist der Michael, ich bin der Florian, wir sind Geekeriki, herzlich willkommen zu einer neuen Comic Review. Heute mit dem wunderschönen Band A Study in Emerald von Neil Gaiman. Ist jetzt eigentlich nichts Neues. Also kennt man vielleicht schon mal, hat man vielleicht schon mal gehört. Basiert nämlich auf einer Kurzgeschichte von Neil Gaiman, aber der Comic ist jetzt nagelneu. Okay. Der ist jetzt... Ist ein englischer Comic, Dark Horse, habe ich gesehen. Ich habe es ja gelesen. Haha, Alter. ja, ist in Amerika erschienen, bei uns in Deutschland noch gar nicht. Beziehungsweise, ich bin mir nicht sicher, gibt es ihn in Deutschland? Ich habe ihn von Amazon Deutschland bekommen, also von dem her... In Englisch. Also er ist komplett in Englisch, ja. Ja, genau. Worum geht's? Also es basiert ein bisschen auf der Geschichte, eine Studie in Scharlachrot, in Purpurrot. Also irgendwie ist ein Sherlock Holmes... Ist Emerald nicht grün und nicht rot? Es basiert auf einer Geschichte. Also es basiert. A Study in... Ich weiß es nicht. Ist egal, darüber reden wir nicht. Und zwar basiert das Ganze nämlich auf der Sherlock Holmes Geschichte. Ja. Und da werden Sherlock Holmes und der Watson werden da zusammengeführt. Genau. Und das Gleiche passiert hier im Endeffekt auch. Ja. Denn also so das grobe Grundgerüst wurde, glaube ich, behalten. Also ich weiß nicht genau, was der Sherlock Holmes Comic... Ich habe das Original nicht gelesen. Aber... genau, jedenfalls, Geschichte ist die, oder das Setting besser gesagt, wir leben in einer Welt, 1880 sowas. Ja, es ist das typische Sherlock Holmes Setting. Genau. England, und was allerdings nicht England heißt. Ne? Siehst du, es mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, okay. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Egal. Huh. Jedenfalls, das Besondere an dieser Welt ist, jeder, der den Cthulhu-Mythos kennt, da gibt es ja diese großen Alten, diese Wesen aus den Sternen, die quasi auf unserer Welt leben, oder beziehungsweise Cthulhu, der ja irgendwo tief unten auf dem Meeresgrund irgendwo schläft. Herrscht, ja. Jedenfalls in diesem Setting sind die großen Alten auf der Welt und haben quasi die Herrschaft an sich gerissen. Genau. Problem ist, wir haben jetzt dann so eine, ja, wie so eine Besatzungssituation, würde ich sagen. Die haben sich nämlich so als regierende Macht etabliert. Ja. Und die eine Hälfte der Bevölkerung sagt, ja, alles cool, uns geht super. Ja. Und die andere Hälfte sagt, naja. Das ist so dieses, ja, das kommt am Anfang des Comics, ist es noch gar nicht so krass zu merken. Ja. Weil da wirklich diese Zusammenführung von, er heißt ja gar nicht Sherlock Holmes. Holmes und Watson. In dem Fall heißen sie halt anders. Aber es ist die Zusammenführung dieser beiden Charaktere und das ist cool gemacht. Und man kommt auch gut in diese Welt rein. Also der Watson erzählt das Ganze aus seiner Sicht aus. Das ist immer wie so ein bisschen Tagebucheinträge und sowas. Das ist echt schön gemacht. Und ja, Setting hatten wir schon. 18. bis 19. Jahrhundert ist das. Und ja. Im Endeffekt passiert dann halt Folgendes. Die beiden begegnen sich quasi in der Unterkunft, in der sie wohnen. Und der Holmes adoptiert den Watson quasi einfach als seinen Handlanger. Sagt er jetzt einfach, dich finde ich super, du machst es jetzt. Ja, irgendwie und, schon so. Und der ist halt quasi so ein privater Ermittler, der halt der Polizei mal hilft oder irgendwas. Er heißt halt nicht Holmes, das ist so dieses Ding. Ja, er ist der Holmes, aber er heißt halt nicht Holmes. Richtig. Aber ist egal. Und die werden dann quasi zu einem Fall gerufen oder beziehungsweise der Polizeichef kommt irgendwie, irgendein Kommissar kommt vorbei. Ja, der Commissioner halt, also dieser Polizeichef halt, der kommt bei ihm vorbei und... Und rekrutiert die zu einem Mordfall, genau. Wo halt einer dieser... Irgendwas dieser ist mit dem Holmes schon seltsam halt, weil... ja, er kann nicht in die Zukunft sehen oder sowas, aber er hat eine super krasse Auffassungsgabe. Na, wie der Holmes halt, ne? Das genau. Ist halt so. Und der Watson ist eher so der Beobachter im Hintergrund. Watson ist in dem Fall ein ehemaliger Soldat. Genau, Afghanistan irgendwie und sowas. Also gab es auch schon Kriege und wurde auch von so einem Uralten oder so verwundet. An der Schulter, am Arm und das ist alles so ein bisschen missgestaltet halt. Genau. Jedenfalls werden sie halt zu diesem Mordfall gerufen und müssen das Ganze aufklären, weil da ist nämlich einer von der Herrscherrasse umgekommen. Genau. Also das ist ganz witzig, das ist, die Herrscherrasse sind halt wirklich diese etablierten Königin, Könige, Kanzler, Minister und sowas, das sind halt alles so Halbblüter halt, ne? So, also heißen sie halt im Comic. Und die sehen halt auch so aus, das sind so halb
Tintenfisch-Kraken-Geschöpfe mit menschlichen Masken auf, irgendwie so ein bisschen. Also das ist ganz cool gemacht. Ich zeige euch mal ein Bild von Königin Victoria, genauso auch wie sie spricht. Genau. Boah, ganz nah dran. Yes. So. Strecken Sie sich. Ja, und das ist halt schon geil. Ich meine, auch das ganze Setting gefällt mir gut und vor allem halt auch, möchte ich gar nicht verraten, das Ende ist sehr interessant. Und verspricht, also würde eine tolle weitere Geschichte versprechen, weil es ja ein riesiger Cliffhanger auch wieder mal ist, wo das Ganze drin endet, ist ja klar. Und doch, finde ich gut. Also die Story gefällt mir total gut. Dieses ganze bekannte Universum von Holmes und Watson mal irgendwie in den Spiegel geguckt oder durch den Spiegel hindurch. Es ist andersrum halt. Ja. Es ist cool halt. Man muss dazu sagen, also wer die Kurzgeschichte kennt, der kennt 1:1 das Comic, abgesehen von den Bildern. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die Kurzgeschichte. Nee, gar nicht. Nee. Ich habe sie mir nämlich nach dem Comic nochmal durchgelesen, die originale Kurzgeschichte. Dazu noch eins. Die Kurzgeschichte ist aufgebaut wie so eine Zeitungsseite. Und das sind immer wieder kleine Werbeanzeigen reingebaut. Die gefallen Marco, ja. Und das sind 1:1 die Werbeanzeigen, die auch im Buch zu finden sind. Nur halt dieses Mal schön illustriert und so. Die sind richtig cool gemacht. Das fand ich auch ganz gut. Das zwischendrin, das ist immer so eine kleine Auflockerung. Oder hier zum Beispiel. Wo man halt zwischendrin halt immer diese Werbeanzeigen hat, so von Dr. Hyde oder von Victor's Vitae und so. Also das ist auch sehr cool gemacht. Das ist das Nächste. Das sind alles irgendwelche komischen Gestalten. Ja, genau. Das ist zum Beispiel Jekyll and Hyde. Ja, genau. Der Spring Heel Jack. Genau, ja. Der Spring Heel Jack ist auch drin. Das ist auch so ein, ich weiß gar nicht, ob es den Deutschen überhaupt gibt, aber es ist auch so eine, keine Ahnung, so eine viktorianische Sagengestalt aber irgendwie. Der verkauft halt Schuhe und hier Dracula der, ist auch drin. Der Hyde verkauft irgend so ein Pulver, wo man schöner von wird. Halt. Ja, es ist ganz cool gemacht. Ja, es ist super gemacht. Ja. Schönes Comic. Ja, also wie gesagt, wer die Kurzgeschichte gelesen hat, wird hier nichts Neues erleben, außer eben die Bilder. Aber ich finde es einfach genial. Also ich fand es auch gut. War sehr unterhaltsam. Ich habe es über ein Brettspiel kennengelernt. Der ist quasi gespielt in diesem Setting, wo du eine geheime Rolle bekommst, wo dann aber die anderen Spieler nicht wissen, zu welcher Fraktion du gehörst, ob du quasi mit den großen Alten bist oder gegen die. Und ist ein geniales Setting, dieses Spiel. Ja, das wird ja auch noch ein großer Punkt in dem Buch, also eher zum Schluss hin, ich möchte nicht alles durchspoilern, aber wo man dann auch merkt, dass es wirklich diese rebellische, böse Gegenfraktion gibt, die halt wirklich die Welt wieder zurück wollen, wie sie damals, wie sie früher mal war, bevor die großen Alten da die Stränge in die Hand genommen haben. Halt, ne? Ja. Aber das ist so ein cooles Setting und habe ich irgendwann gesehen. Ja, schön. Kommt ein Comic. Haben wir noch einen Preis? Hol ich mir. Haben wir gar nicht genannt. Es sind 18 US-Dollar. Ja, dann sind wir bei 16 Euro oder so. Habe ich, glaube ich, auch gezahlt, ja. Für? 16 Euro waren es, glaube ich. Für ein paar Seiten, ne? Um mal wieder beim Thema werden. Ich hoffe, du hast den Counter schon der Counter läuft. Rausgesucht. Ich, keine Ahnung, ich sag mal, 60 Seiten. Ja, 50, ich sag auch 60. Mal so 58 Seiten. Wir werden es erfahren. Okay. Ja, Study in Emerald. Schöner Comic, kurzweilig. Empfehlung geht raus. Ja, geiles Ding. Neil Gaiman hat mal wieder was Tolles gemacht. Allerdings. Beziehungsweise jetzt mittlerweile. Die haben was Geiles aus Neil Gaimans Geschichte gemacht. Genau, so ist es rum. Ja. Es wurde was Geiles übernommen, ja. Genau. Wer da Bock drauf hat, genau, zieht's euch rein. Ja. Wir sehen uns demnächst wieder. Bei einer nächsten schweißtreibenden Folge. Genau, weil wir jetzt nämlich 12 verschiedene Comics aufnehmen werden. Naja, egal, das interessiert euch ja eh nicht. Wir schwitzen weiter, wir sehen uns demnächst wieder. Bis zum nächsten Video in diesem Shirt. Ciao. Ciao.